Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, dieses Video ist ein etwas anderes Format, wie ihr es sonst gewohnt seid hier auf meinem Kanal. Und zwar kennt der ein oder andere vielleicht meine TikToks, wo ich für die Community-User verschiedene PC-Konfigurationen vorstelle in gewissen Preiskategorien, was alles möglich ist. Und ja, mit diesem Format gehe ich jetzt von TikTok rüber auf hier die Plattform von YouTube, um dort dann meine Konfiguration vorzustellen, weil ich hier auch einfach mehr Zeit zum Sprechen habe. Und diesmal hat mich ein Rentner auf TikTok gefragt, ob ich ihn nicht einen bis 2.500 Euro PC zusammenbauen könnte mit dem NZXT H9 Floor All Black. Ja, und wie so eine mögliche Konfiguration aussehen könnte, das schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß mit dem Video. Ja, beim Gehäuse hatte ich natürlich nicht viel Auswahl gehabt. Wir fangen an mit dem NZXT H9 Flow All Black. Ja, zum Gehäuse brauche ich nicht viel sagen. Ich denke, jeder kennt das Gehäuse. Ist ein super schönes Gehäuse. Hier mit dem Glasfenster ohne irgendwelche Stiegen hier in der Mitte. 4-4 verbaute Lüfter von Werk aus. Und ist ein super Gehäuse zurzeit zu bekommen bei Mindfactory für 186,07 €. Und das Mainboard kommt hier zum Einsatz, ein MSI Pro Z97P Wi-Fi DDR4 Mainboard. Für DDR5 finde ich, sind 200.000 Euro ein bisschen knapp kalkuliert, um dann gutes und geiles DDR5 System zu machen. Deshalb bin ich hier noch auf DDR4 gegangen, was vollkommen ausreichend ist. Ihr merkt diese Unterschiede eigentlich gar nicht. Wir gehen mal kurz auf die Anschlüsse ein. Und zwar ist das ein ganz solides Mainboard eigentlich. Wir haben hier einmal HDMI 2.1, einmal DisplayPort, einmal USB-C Anschluss hier unten, dann haben wir einmal USB 3.1, zweimal USB 3.0 und viermal USB 2.0 Anschluss. Ja, einmal hier die LAN-Box noch, einmal die LAN-Box noch und sechsmal Klinkenstecker und den Antennenanschluss noch fürs Wi-Fi. Genau. Als Prozessor würde ich hier den Intel Core i7-13700K nehmen. Der i7-13700K ist einfach ein solider Prozessor, muss ich sagen. Besseres gibt es eigentlich gar nicht, fast außer den i9 natürlich. Warum die K-Variante? Ja, weil ich die integrierte Grafikeinheit doch sehr feier. Denn ich habe immer gerne so ein Backup, muss ich sagen. Wenn die Grafikkarte ausfallen sollte, dann hat man immer noch so ein kleines Backup, wie gesagt, um den Prozessor doch noch am Laufen zu behalten. Genau. Der 13700K kostet aktuell 435,43 € bei Mindfactory. Ja, als AIO setzen wir hier einen Arctic Liquid Phase 2, 360 ARGB. Ein 63 AIO reicht dicke hier für diesen Prozessor. Wir können mal gerade gucken. Und zwar hat der Prozessor einen Standard-TDP von 125 und maximal 253 Watt. Das kriegt die 360er AIO locker weggekühlt. Also von daher, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ja, wenn ihr euch diese Konfiguration kaufen möchtet oder allgemein, kleiner Hinweis, bei der Arctic Liquid Freeze Kühlung solltet ihr gucken, dass das Montage-Kit für den Sockel 1700 bei Intel mit dabei ist. Ansonsten müsst ihr den separat erwerben. Ja, als RAM setze ich auf den Kingston Fury Beast 32 GB Kit DDR4 3600 MHz, TL18 Timings, Standard RAM Kit, super schnell, DDR4, reich dicke. Wie gesagt, DDR5 lohnt sich ja nicht. Von daher, aktuell bekommt ihr das Ganze, wenn wir bei Mindfactory sind, für 79 € und 1 €. Ja, als SSD benutze ich hier eine Samsung 89 Pro in der 2 TB Version, weil ich persönlich finde, dass 2 TB immer besser sind, weil 1 TB ist so schnell voll, meine Freunde, das glaubt ihr gar nicht. Und ja, wie gesagt, super gute SSD, lesen 7000 Megabyte, schreiben 5000 Mbit die Sekunde. Von daher, da braucht ihr keine Sorgen machen. Das ist eine solide SSD. Aktuell zu bekommen bei Mindfactory für 128,70 €. Und das Herzstück jedes Gaming-Rechners, eine Grafikkarte. Und diesmal gehe ich hier auf eine GeForce RTX 480 Gaming Pro OC Version. 16 GB Version natürlich, die 480er. Und ja, was soll ich sagen, ist eine gute Grafikkarte. Die 80er sieht auch noch schick aus, wie ich finde, vom Pellet. Und die ist aktuell zu bekommen für 1168 € bei Mindfactory.
Ja, und das ganze System muss natürlich auch befeuert werden und dafür benutzen wir ein BeQuiet PeerPower 12 850 Watt Netzteil ATX 3.0 Standard schon mit den neuen Grafikkartenstecker. Das heißt, ihr braucht da kein zusätzliches Kabel für. Vollmodular, alle übernützlichen Kabel können raus. 80 plus Gold zertifiziert, kann man nicht meckern. Solides Netzteil für 126 Euro beim Mindfit zu bekommen. Ja, meine Freunde, und da sind wir schon am Ende und kommen einmal zur Gesamtübersicht. Und zwar haben wir hier einmal die SSD 89 Pro von Samsung in der 2 TB Version. Dann den i7 13700K. Das Kingston Fury Beast RAM Kit 32 GB DDR4. Die Grafikkarte RTX 4080 vom Pellet Gaming Pro OC Version. Dann das Mainboard des MSI Pro ZD790. Dann das Gehäuse, das H9 Flow Black von NZXT. Dann einmal die AIO Wasserkühlung von Arctic Liquid Freeze 2. 360 AIO, wie gesagt. Und das Netzteil BeQuiet PeerPower 12, 850 Watt. Kommen wir auf einen Gesamtpreis von 2.440,83 €. Ja, da hast du immer noch gute 60, 65 Euro übrig, um ja, vielleicht noch anderswo zu investieren oder auch einfach zu sparen. Ne? Also ich finde, das ist ein solides System. Und ja, wie gesagt, ich würde mich über eure Meinung freuen und ich hoffe, ein Rentner, ich konnte dir helfen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video und vor allem die Konfiguration gefallen. Und vor allem für dich, ein Rentner, hoffe ich, dass du Inspiration für dein zukünftiges Gaming-System gefunden hast, beziehungsweise vielleicht übernimmst du es sogar so komplett. Wenn ihr jetzt natürlich noch andere Konfigurationen sehen wollt oder ihr gewisse Builds sehen wollt, dann schreibt mir einfach unten in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und ein Abo da lasst und die Glocke aktiviert. In diesem Sinne, meine Freunde, bis demnächst. Ciao, auf Wiedersehen.